Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die zwei vom Bau zusammen mit dem blinden Mörtel. Ja, ach so, moin! Moin! Also, wir haben jetzt quasi zwischen der Aufnahme mal diesen Stahlträgerpaket gesucht und wir haben es auch tatsächlich gefunden. Komisch, diese blöden Autos hier auf dem Parkplatz, die kann ich an der Seite schieben. Aber das Stahlträgerpaket kriege ich da nicht weggeschoben. Oh, wow. Cool, wa? Ja. Total geil. Naja, mal gucken, was da noch passiert. Ich sehe schon, du darfst gießen. Ja. Und weil wir hier so schön hinkommt mit dem LKW, da wird das alles noch Ja. Durch die Stahlträger hast du ja gar keine Chance, da mit der Betonpumpe zu arbeiten. Es sei denn, du würdest mit der Betonpumpe auf die Stahlmatten fahren, aber dann flippt der Mörtel ja wieder aus, wenn es das macht. Ja, weil ich persönlich hätte da jetzt überhaupt keine Probleme damit, das Ding einfach auf die Stahlmatten zu stellen, aber unser lieber Herr. Das ist nur das Stückchen hier, komm, das betoniere ich dir eben hier. An Silvester machen wir das. Betonierst du das? Kann ich. Ach, Baumaschine ist bisher Arschloch. Aber am Motzen. Ja. Aber am Motzen. Los, mach hin. Mach doch noch höher den Kübel, dann triffst du besser. Ja, natürlich, das plätzert schon so. Eine Runde duschen. Eieieiei, wenn ich das sehe, dann wird. Eieieiei. Heute ist Silvester, liebe Leute. Lasst jetzt ordentlich krachen oder seid ihr vielleicht schon besoffen? Weil wir haben ja immer mindestens 18 Uhr. Vorher tauchen unsere Videos ja nicht auf. Aber ist cool, ne? Heiligabend-Video, erster Weihnachtstag, Feiertag. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ja, eigentlich müssten wir ein Neujahrsvideo machen, aber nee, das machen wir dann am 2., dann seid ihr alle wieder nüchtern. Hoffentlich. Ja. Und ist denn, wenn wir schon bei Silvester sind, Mann, ich meine, man kann sich, komm, wir heute müssen wir wieder freundlich zueinander sein, du. Ja, dann. Ist denn alles das, was du dir für 2023 vorgenommen hast, in Erfüllung gegangen? Also hattest du 10 Frauen und ja, ich weiß ja nicht, was du... Ich bin froh, mit einer Frau zurechtzukommen. Was will ich dann mit 10 davon? Ja gut, nicht 10 von der gleichen Sorte. Das ist eindeutig zu viel. Ja, aber Frauen sind alle gleich. Das ist keinen großen Unterschied. Bist du sicher? Ja, doch. Also... Na, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich sage mal zu 95%, es sei denn, du hast wirklich eine Ausnahme, aber ansonsten sind die Frauen eigentlich ziemlich alle gleich. Ja, man muss ja aufpassen, ne? Das gibt da ja einen bei YouTube, der gibt ja so Flirt-Tipps und so weiter. Also was der da so vom Stapel lässt, wie Frauen so sind und was die wollen und ganz ehrlich... Der braucht dringend eine Tracht Prügel, aber mehr auch nicht, du. Du brauchst gar nicht also, so dicht ran an den Rand. Warum eigentlich? Füll doch einfach die Mitte aus. Wenn mir jemand erzählen will, er würde Frauen verstehen, ja. Das ist der heilige Gral, dieser Ding. Ja, die sind manchmal etwas eigensinnig, ja. Du kannst Frauen nicht verstehen. Geht gar nicht. Es gab mal so einen Spruch... Versuche niemals die Frauen zu verstehen. Lerne nur mit ihnen umzugehen. Ja. Warum musst du das eigentlich so akribisch machen? Das ist doch völlig unnötig. Ja, in der Mitte rein die... Ach, das läuft doch von alleine da rein. In der Mitte rein den Scheiß und fertig. Du machst das aber auch immer kompliziert. Lass mich. Hör mal, hast du hier die Stetzel abgesägt, die ich hier hingestellt habe? Die habe ich abgenagt, ich hatte Hunger. Oh Mann.
Übrigens, die zwei Pakete, die noch am Stahlhandel stehen, die hat irgendeiner festgeklebt. Ja, das denke ich mir. Also da kriegst du, ja, den Haken haben sie abgeschnitten, die kriegst du nicht mehr angehoben. Und das zweite Paket haben sie verkehrt rum oben drauf geklebt. Ich weiß nicht, wer das war, du. Ja, ich den erwische. Mörtel-Spezial. Das ist, nee, das ist nicht mehr Mörtel, das ist, keine Ahnung, irgendein Sekundenkleber. Naja, wir können später noch mal gucken, ob wir die Sachen nicht doch irgendwie da wegbekommen, aber... Ich glaube eher weniger. Egal. Ich meine, das eine Stahlpaket hat ja auch irgend so ein Hirn wieder aus dem Hafenbecken gefischt. Ja, und sogar an die Baustelle geliefert. Es ist nämlich da. Oh, mal ehrlich, dass der wusste, wo das hingehört. Ja. Kunststücke ist die einzige Baustelle auf der ganzen Scheißinsel. Ach so. Tatsache, da liegen sie. Junge, Junge, rostig wie eh und je. Ach, ja, ich kann gerade nichts machen hier, du. Ja, nee. Aber ich glaube, der Kran muss gleich bestimmt von der Baustelle und so runter, war, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Möglicherweise. Ich bin echt gespannt, ob wir da oben noch irgendwas draufsetzen müssen. Das kommt mir alles noch ziemlich zu niedrig vor. Ja, mir aber ehrlich gesagt auch. Da passt im Leben keine Rakete durch. Die ist ja mindestens so hoch wie unser Baukran, wenn nicht noch höher. Sollte sie zumindest sein, sagen wir es so. Aber weißt du was, Mörtel? Ah. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Pott. Ja, dann gib her, mach ich das. Dann geht's aus dem Kran aus und dann kannst du weiter. Ja, sehr schön. Dann geht das auch schneller. Mag ich. Raus da. Junge. So, dann zeig mal deine Betonierskills hier. Ja, richtig hier, Tango. Muss alles gar nicht so genau, wäre schon wieder leer, das Ding. Ja. So, noch ein bisschen runter. Hauptsache erstmal rein, die Scheiße. Ob das jetzt genau ist oder nicht, das spielt doch keine Rolle. Meinst du? Hauptsache, es ist drin. Schon wieder leer. Unglaublich. Alles plätschert so schön. Das gefällt mir also richtig. Blablabla. Ja, sie heute Morgen auf der Toilette war, das hat sich auch so angehört. Was soll ich jetzt dazu sagen mit solchen Informationen? Du, ich war ja damals, als ich verheiratet war, ne, meine Frau hat bei der Bank gearbeitet, eben hier für Aktien und so weiter. Aha. Und wir hatten dann immer Kontakt so per E-Mail und so, ne? Und dann auch Magen-Darm-Grippe gehabt und so, aber so richtig vom Feinsten, ne? Und dann habe ich ihr dann irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, sag ich, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich aus dem Hintern pinkel, dann hätte er mir keinen Pillemann gegeben. Das halbe Büro hat da flach gelegen vor Lachen. Oh nee. Was denn? Ist doch so. Aber das ist interessant, dass deine Ex-Frau mit Aktien zu tun hatte. Oder hat sie, ich weiß nicht, ob die noch bei der Sparkasse ist, auf jeden Fall hatte die mit Wertpapieren und so zu tun. Guck mal, was für ein schönes... Hä?
Sehr interessant. Was? Wie du das doch machst? Ja, einfach rennen. Wenn irgendwo noch was übrig bleibt. Stellt sich bei mir gerade alles quer, was ich querstellen kann. Ist doch egal. Hauptsache, wir haben hinterher eine fertige Betonplatte da drin. Und das wird klappen. Du wirst sehen, die wird wunderschön. Ja, etwa so schön wie auf die, wo ich schon draufstehe. Mindestens. Wenn nicht schöner. Wie viel haben wir denn noch? Nicht mehr so viel, wa? 75%. 75 hast du schon. Da machen wir hier noch ein bisschen was rein. Normalerweise gibt es ja auch Leute, die hier mit so einem Holzschieber stehen und das Ganze so ein bisschen verteilen, ne? Ja. Aber den habe ich gerade nicht zur Hand, den Holzschieber. Solche Hilfskräfte haben wir hier ja nicht. Nee. Ja, weil normalerweise musst du das dann so richtig schön einstoppen und shoppen, dass da keine Luftblasen sich bilden und so. Ja. Richtig. Es sei denn, es ist so viel Flussmittel drin, dass das gar nicht funktioniert, dass das so flüssig ist. Dass sich da gar keine Luft drin bilden kann. Ja gut, dass der Beton hier ordentlich flüssig ist, das sieht man schon allein, wie er zerfließt, ne? Ja, der ist richtig gut. Das ist Qualität. Nicht so wie beim Olli auf der Baustelle, du. Hätte er das mal der Mörtel GmbH machen lassen, du. Ja, dann hätte er jetzt wenigstens ein Haus, wo er drin wohnen kann. Und kein Schimmelbude. Lobau. Ja. Schimmelbude, vor allen Dingen. Die ganzen Steine platzen auseinander, weil sie nass sind vor keine Ahnung was. Ja, in seinem letzten Vlog auch, da meinten auch welche, ja, so und so kann man ja machen lassen, aber auch was kostet das? Dann habe ich da auch reingeschrieben, naja, aber wie man mit deiner Kamera gesehen hat, hast du ja in der Bodenplatte Abflussrohre, die ja auch kein richtiges Gefälle haben. Ja. Sag ich, und wenn da eine richtige Anaconda durch muss, dann ist das Ding aber dicht, du. Ja, da ist Schicht im Schacht. Da läuft gar nichts mehr. Wenn du da einmal gut gegessen hast und lässt da richtig einen rein, dann ist das Rohr dicht. Wenn es dann mal so 5 Kilo ohne Knochen abseilst, dann ist das Schicht im Schacht. Ich sag ja, eine richtige Anaconda. Ja, wenn du dann Gefälle hast, wie du schon sagst, da ist Schicht im Schacht. Dann ja, man hat das ja gesehen mit den Kameraaufnahmen, dass da nicht großartig was geht. Ja, und dann ist natürlich das komplette Rohr dicht. Da geht gar nichts mehr. Dann kannst du nämlich, das haben wir damals bei unserem Bau gehabt, das eine Rohr, das hatte auch kein Gefälle genug. Da saß nur einmal dicht und das war immer. Ja. Dann sind sie irgendwann mal auf die Idee gekommen, mit dem Feuerwehrschlauch da durchzugehen. Guck mal, wie schön. Ja, kann man machen, ne? Ach, guck mal. Guck mal, da vorne kommen wir mit der Pumpe auch noch hin. Dann unterstütze ich dich jetzt da. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich habe das Betonieren so vermisst. Ja, mal wieder. Warum man das nicht als eine Bodenplatte gleich ausgeben kann? Nein, man muss ja gleich dreimal betonieren. Ich begreife es halt nicht. Ja, gut. Das ist wie so eine Strafarbeit. Ah, das hast du jetzt fertig? Okay, dann kannst du jetzt noch das machen. Ja, man hätte ja auch gleich sagen können, hier komplett einmal betonieren und gut ist, weißt? Ja, oder so wie in der Ausbildung, weißt du? Da kommt dein Chef an, pass mal auf, wir haben da eine große Halle, die fegst du jetzt mal. Dann bist du da 6 Stunden beschäftigt und dann gehst du zu deinem Chef, ja, ich bin fertig mit Fegen. Oh, prima, dann kannst du die andere Halle jetzt auch gleich fegen. Ja. So ungefähr. Nur damit du weißt, was du gemacht hast.
Wir waren damals als Auszubildende wenigstens noch Bier holen. Da ging das noch auf der Baustelle, du. Da haben wir uns manchmal ganz schön einen weggepfiffen. Ja, da hat aber der Bauherr wahrscheinlich auch ordentlich mitgetankt, oder? Der war nicht da. Ja, so. Der hat sich nicht, seine Frau kam ab und zu mal. Aber da musstest du auch aufpassen, das war so ein kleiner Drachen. Ganz hübsch und die konnte auch nett sein, aber die hat den Fliesenleger manchmal echt zur Weißglut getrieben. Ja, ist klar. Mehrere Badezimmer, richtig so mit so Zierstreifen drin und so weiter, ne? Mhm. Und dann hatte er da, der Fliesenleger, also das wirklich super akkurat an die Wände auch gebracht, dass das natürlich schön aussah, so sollte es ja sein. Nicht damals in den 80ern gab es ja noch Wertarbeit, was ja heute wird ja alles nur noch hingefuscht. Ja, und dann kam die Wertedame an und hat ihm dann berichtet, dass sie das nicht leiden mag. Dann hat er die ganzen Fliesen wieder runtergeklöppelt. Das ist natürlich mies. Und dann hat er sie neue besorgt. Oh, was war der einmal sauer. Und dann hat er seine Buchse noch an irgendeinem Nagel aufgerissen, der aus der Wand guckte. Ach, das war schon eine schöne Zeit auf der Baustelle. Ja, aber stell dir mal vor, du machst die Arbeit und alles und dann kommt Frau Bauherrin und sagt, ey, nö, gefällt mir nicht. Ja, das war... Ja, vielen Dank für nix, ne? Ja, die hatten damals auch unten im Keller, da war ein Jagdzimmer, da war eine extra Teeküche. Da gab es zwei Wasserhähne, aus dem einen kam nur gefiltertes Wasser raus. Bleib doch mal mit deinem Pott da, bleib mal da. Ach so, wolltest probieren, ob du den füllen kannst? Ja, wollte ich jetzt eigentlich ausprobieren, aber du hast ja so schnell weggezogen. Das konnte ich doch nicht ahnen, was du vorhast. Probier mal. Nee, du drückst den nur weg. Schade. Ach ja. Ja, das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn wir den jetzt einfach. Aber komisch, mit einer. Theoretisch müsste das ja funktionieren, weil mit der Schore geht's ja auch. Ja, aber da wird der Pott ja unten abgestellt. Ja. Jetzt waren ja einfach bloß die Seile mehr oder weniger im Weg. Warum ist denn das schon wieder so duster? Ja, wir können ja kurze Kaffeepause einlegen, dann wird es gleich wieder hell. Ja, mach mal. Da ist es angenehm. Junge, das rostet jetzt schon alles weg hier, ey. Aber gut, für das Material können wir nichts. Wir verbauen nur das, was wir kriegen. Ja. Ob das jetzt rostet oder nicht rostet, ist mir völlig Banane. Ist ja nicht mein Problem. Normalerweise kommt sowas verzinkt oder zumindest grundiert an die Baustelle. Ja, aber nicht Baustallmatten. Nein, Baustallmatten nicht, aber hier, die guck dir die Träger mal an, wie die aussehen. Ja, ja, die schauen aber immer so aus, egal was wir verbaut haben bis jetzt an Trägern, es war alles rostig wie Sau. Eigentlich wird sowas, wie gesagt, grundiert oder feuerverzinkt. Ja. Feuerverzinkung ist natürlich das Beste. Ja, normalerweise wird er schon geschaut, dass das nicht gleich rostet. Ja, gerade bei solchen Bauten, also. So, was ist jetzt mit dir? Hast du die Arbeit eingestellt oder was? Hast du jetzt keinen Bock mehr? Wer? Ich arbeite doch, was willst du denn? Ah, okay. Achso. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, wa? Ja, es hat bloß gerade so ausgeschaut, als ob es den Pott beiseite geräumt hast, dann war sie jetzt. Theoretisch könnte ich das aufhört. Aber nicht.
Ich könnte ja auch mal Geld verdienen, ohne was zu tun, so wie du sonst immer. Du verdienst genug Geld, ohne irgendwas zu tun. Ich tue genug. Ich versenke zum Beispiel Stahlträger im Hafenbecken in der Hoffnung, dass sie niemand mehr findet. Dann Ja, tauchen sie doch wieder auf. trotzdem werden sie rausgefischt, ne? Dann habe ich schön Platten zusammengeklebt. Ich wollte den Klebstoff mal ausprobieren. Ich habe ja nicht gedacht, dass der so gut hält. Das ist echt ein Teufelszeug. Jetzt haben wir bloß ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie wir das wieder auseinanderkriegen sollen. Wir sind ja jetzt quasi also aktuell in der Vergangenheit und das Video kommt ja erst in der Zukunft, ne? Beziehungsweise Ja, das heißt, wir werden an dem Tag, wo dieses Video kommt, werden wir später erst noch besoffen sein. genau. So Oder auch ungefähr. nicht. Ja, oder auch nicht, genau. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Ja, was ich eigentlich fragen wollte, weil es ja gerade aktuell in der Regierung so brodelt. Meinst du, wir haben Silvester 24 noch die Ampelregierung? Ich befürchte ja. Oder aber hat sich das Problem durch Neuwahlen bereits erledigt? Ja, nee, ich glaube. Paket Stahlträger, das sind die hier, ne? Ja, dann nehme ich die jetzt hier erstmal weg. Weil aktuell, also aktuell Stand jetzt, Ach kocht so, es ja richtig, ne? machst du mal gerade was Folgendes? Fährst du mal diesen LKW hier weg? Ja. Ich habe das Gefühl, dass er hier gleich Ja, die ja, Dinger ja, ja, hinlädt. ja, 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 ja. Findest aber deinen Pott auch kurz auf die Seite, oder? Den vielleicht nicht unbedingt, aber wir gucken mal. Ich meine, Fehler kann ja jeder machen, das ist ja nicht das Problem. Man sollte sie dann aber auch einsehen. Das ist ja so ein. Ja, und genau das ist ja der Und das ist springende ja Punkt. das, Genau ne? das ist ja der Fehler an der ganzen Sache. Sie gestehen sie ihre Fehler ja nicht ein. Und wenn Es du sind dann ja eine immer Baerbock andere. hörst, die sagt, die Rechtspopulisten machen Europa kaputt. Da fragt man sich dann, naja, wer macht eigentlich. Oh je, was ist das denn alles? Oha. Alter Schwede. Da fragt man sich dann, wer macht eigentlich Europa kaputt, ne? Ja. Ja, wie gesagt, es ist ja, die gestehen sich ihre Fehler eben nicht ein und das ist eben der springende Punkt. Vor allem, Ja, es ist die sind ja überall so. Das ist ja, ne? immer sind ja andere schuld an der Misere, nur nicht derjenige, der gerade das Sagen hat. Was ist das hier für ein Hamsterkäfig? Kommt da Ding? Wer kommt hier rein? Hier King Kong oder so? Keine Ahnung, was das für Hamsterkäfige sind. Alter Schwede. Aber spannend sieht's aus. Beruhig dich mal wieder, Brauner. Ganz ruhig. Vorsicht! Stopp! Warum bist denn du schon wieder so hoch? Weil Junge, es nicht Junge. anders da geht. Dann drehen wir eben andersrum. Wir haben ja sonst nichts zu tun, außer Karussell zu fahren. Boah, das wird ja mir schwindelig bei. Aber erstmal diese Riesendinger hier weg und dann geht's an die. Und dann geht's an die Träger. Ja, die sind nicht rostig, siehst du das? Nee, die sind tatsächlich
angepinselt. Hätte ich jetzt fast behauptet. Wahrscheinlich graue Grundierung. Weil Zink sähe anders aus. Ja. Ach ja, so ist das Leben. Ja. Also ich wäre ja echt ein Freund von Neuwahlen, ganz ehrlich. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, vielleicht sollte man den Blauen wirklich mal eine Chance geben. Ja, bis jetzt haben sie ja noch nie, wie gesagt, sie waren noch nie in der Regierungsverantwortung. Sie haben bis jetzt noch nichts verbrochen. Ich meine, sagen wir mal, sagen wir doch mal, wie es ist. Du hast im Prinzip die großen, ich sage jetzt mal, nicht, die SPD, die FDP, CDU, CSU und die Grünen. Ja, und egal, was du wählst, das, was die dann daraus zusammenstricken, ist jedes Mal das Gleiche. Ja, das ist wie so ein Swingerclub, jeder mit jedem. Ja, es ist doch wurscht. Dann stellen sie die Parteien anders zusammen und letztendlich kommt dasselbe wieder bei raus. Du hast ja immer dieselben an der Regierung und vielleicht muss man mal was anderes haben. Dass man sagt, komm, na, ich meine, mal gucken wir doch mal hier, der Herr Sesselmann beispielsweise. Hast noch nichts Böses von ihm gehört, im Gegenteil. Der fährt mit seinem eigenen Auto zur Arbeit. Der hat kein Regierungsfahrzeug. Ja, und was hat die Baerbock gesagt? Sie würde auch gerne mit Fahrrad fahren und würde einen Linienflieger nehmen und so weiter. Und was macht sie? Einen Scheiß macht sie. Scheißdreck macht sie. Lieber 940 Mal oder 970 Mal die Bundeswehr leer fliegen lassen. Leer. Ja. Ja, und vor allen Dingen. Keiner drinnen. Nicht? Und vor allen Dingen, ich sag mal so, die Milliarden im Ausland verteilen. Ja, und dann den Notstand ausrufen. Ich habe jetzt schon mal gesagt, welches Land hat denn unsere Ahrtal-Leute unterstützt? Kein einziges Land. Da haben wir keine Spenden von irgendwem bekommen. Einen Euro hast du aus dem Ausland bekommen. Nicht einen. Ne? Nicht von China. Ich meine, die Chinesen und zwar, die brauchen unser Geld nicht. Nee, die kriegen ja Entwicklungshilfe aus Deutschland, was ich ja bis heute nicht verstehe. Die verdienen selber genug. Die haben, war das jetzt China oder wo habe ich das gehört? Da wurde auch Entwicklungsgelder hingeschaufelt, also richtig Milliarden. Da haben sie jetzt erstmal die Regierung mit SUVs ausgestattet. Ja, super. Deutsche zahlt's doch, der zahlt doch Entwicklungshilfe für genau so einen Spann. Völliger Bullshit. Wow. Du kennst dich so aufregend drüber, ne? Ja, deswegen und ich weiß nicht. Und ich denke mal, so eine Partei wie 1945 und so weiter, sowas werden wir bestimmt nicht mehr bekommen. Sowas braucht doch kein Mensch. Und vor allem, wenn man mal so sieht, wer da so an der Führungsspitze ist. Ich sag mal so, ich könnte mir die Frau W. sehr gut als Kanzlerin vorstellen. Man, die lebt selber im Ausland. Ich glaube, Schweiz, Österreich oder wo hockt die? Die ist lesbisch. Die hat eine Freundin, die ist auch Ausländerin. Ja. Ja, aber dann greift das Nazi-Argument schon mal gar nicht, ne? Bei ihr sowieso nicht. Ja, ich meine, sie sagt ja selber auch, wer hierher kommt und arbeitet und zahlt entsprechend Steuern, wie sich das gehört. Ist herzlich willkommen. Es geht doch nur um die hier wirklich herkommen, nur um Kohle abzukassieren. Ja, diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die kein Mensch braucht.
Na, die arbeiten nicht nur Geld und dann wird das Geld dann noch ins Ausland geschickt. So, und dann haben sie 250 Kinder, wo nicht mal irgendein Mensch kontrolliert, ob es diese 250 Kinder überhaupt gibt. Ja, aber pro Kind Kindergeld kassieren. Ja, genau, richtig. Und um mehr geht's doch gar nicht. Aber laut den Grünen wird das ja alles geprüft. Wird ja alles exakt geprüft vom blauen Text. Das kann man keiner erzählen, also bei aller Liebe. Ja, und frag mal, wirklich die Ausländer, die lange Zeit hier sind, ob das eine Ex von mir ist aus Südafrika oder letztens bei Instagram war eine, die hatte einen Post entsprechend gemacht und so weiter. Oder auch hier in Berlin sehr viele Türken und so weiter, die hier Lokale haben, Chinesen, Italiener, was auch immer, die sagen alle das Gleiche. Sowas geht's nicht. Geht einfach nicht. Wenn ich in ein anderes Land komme, dann muss ich mich da mit Respekt Ja. verhalten. Ja, oder was ich ja schon mal gesagt habe, nicht im Mordfall von meinem Sohn, ne, 2005 Asyl beantragt. Es wurde abgelehnt. 2017 ist der gute Mann immer noch in Deutschland. Nicht arbeiten, nicht, Aber kriminell. drogenabhängig und so weiter und so fort, ne? Aber schwer kriminell, ne? Richtig. Ja, und um solche Leute geht's doch. Wenn das Asyl abgelehnt wird, ja, pass auf, dann hock dich in den nächsten Flieger. Meinetwegen zahlen wir dann noch das Ticket und dann macht, dass du wegkommst. Aber wir machen jetzt auch Schluss für diese Folge. Ja, ich glaube aber, wir in die letzten Träger stellen wir in der nächsten Folge. Weil ich glaube, Oh. das könnte spannend werden. Es gibt sehr große, wenn wir links gucken, sehr große Fortschritte. Ja, doch. Das Ja. wird jetzt dann noch sehr interessant. Also in diesem Sinne, liebe Leute, schaut beim Berliner rein. Schaut's. Ja, ihr kennt die Spielchen mittlerweile bei knapp 200 Folgen oder was wir jetzt sind. Ihr wisst ganz genau, was Sache ist. Ja, Also, ich ne? habe ja auch nicht geguckt. Ah, Auf jeden Fall hätten wir nichts. nie gedacht, dass es so viele Folgen geben wird. Ja, also am Anfang hätte ich echt nicht erwartet, dass wir jetzt bei knapp 200 Folgen sind. Definitiv. Und Absolut. es macht immer noch Spaß, Und auch wenn man sich hin und wieder. wir haben halt gerade mal wirklich original gerade mal die Hälfte vom Spiel durch. Ach, die USA kann da überhaupt noch nicht berührt haben. Ja, eben darum sage ich ja, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte Und des Spiels. die Hauptkarte ist ja auch noch nicht fertig. Ja. Ja, und bald kommt wahrscheinlich der nächste Seasons Pass und naja. Gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben Silvester, ne? Dann Wir kann haben man Silvester. sagen, guten Rutsch, nicht zu heftig, nicht bei Ja, Glatteis, nicht zu viel Alk und seid lieb zueinander. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, oh, tschüss. Ade. Ciao, ciao.